Ja, und noch was für die Leute, die ihr Ego auf mich oder das Symbol oder meine Arbeit projizieren oder die mich angreifen oder ne, alle, die da so irgendwie ein Problem haben. Was da läuft, wenn ich das so mache, mich so strukturiere und das nach außen verlagere, was eigentlich in mir ist, das ist immer dasselbe, was da läuft. Ja? Derjenige hat selber die Energie nicht am Fließen, dadurch kriegt er nicht das, was er sich wünscht. Und dann sieht er das aber im Außen, ja, und dann gibt es eben Neid, Missgunst, egal was. Oder er sagt, das ist das Ego, ja. Natürlich wird mein Ego auch genährt. Natürlich. Ich, wie gesagt, ich bekomme Anerkennung, Verbindung, Dankesmails, alles. Das kriege ich einfach nebenher geliefert. Aber nicht, weil ich darauf abziele, sondern weil es mir um den Energiefluss an sich geht. Und das hat eben nichts mit Ego zu tun. So, und wenn du das auch möchtest, ja, dann geht es darum, dass du die Energie ins Fließen bringst. Und dann fallen alle Probleme, alle deine ganzen schrägen Zustände, die mit Konkurrenzkampf zu tun haben, Geiz, Neid, Eifersucht, all das fällt weg, weil da hast du überhaupt keine Zeit mehr für. Das sind einfach Beweise, dass die Energie nicht durchfließt und dass du was festhältst oder nicht reinlässt. Wenn du dich um das Wohl des Ganzen kümmerst, hast du, wie gesagt, überhaupt gar keine Zeit für sowas. Da gibt es keine Konkurrenz oder der macht das oder hü und hott. Ja, die Leute, die am Ganzen interessiert sind und sich dafür einsetzen, ja, die arbeiten ja zu, die arbeiten zusammen. Da ist kein Platz für diese, für Ego-Spielchen. So, das heißt, das Ego, was du im Außen siehst, ist immer deins. Das, was du nicht bekommst oder nicht auslebst, siehst du im Außen.